Ein Remake von Siedler 3 und Siedler 4 oder gar eine echte Fortsetzung wird wohl auf absehbare Zeit ein reines Fantasiegebilde bleiben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht das nächstbeste Ding haben können. Aktuell kommt das in der Form des Settlers United Projekts und hier gibt es nun tatsächlich einige völlig neue Modernisierungsfeatures für Siedler 3. Diese können wie andere Features wie Transport Plus in der Lobby zugeschaltet werden, wohlgemerkt aber nur im Gesamtpaket. Schauen wir mal genauer hin. Die erste Modernisierung ist eine Mischung aus Modernisierung und Bugfix. Zum einen sind nun alle Arbeitsbereiche standardmäßig auf die Tür des Gebäudes eingestellt. Ich weiß zu wenig über Siedler 3, um sagen zu können, ob das grundsätzlich für Gebäude wie Getreidefarmen optimal ist, für Holzfäller, Förster und Wasserwerke sollte das aber in der Regel gut sein. In allen Fällen ist es ein konsistentes Verhalten, bei dem der Spieler immer weiß, was er erwarten kann und auch immer direkt wissen sollte, ob er den Bereich nachjustieren muss. Außerdem fangen diese Gebäude nun immer am Zentrum des Arbeitsbereichs mit der Arbeit an. Das war in S3 nicht sehr zuverlässig, wenn man den Arbeitsbereich nicht regelmäßig neu setzte. Ich sehe diesen Teil als reinen Bugfix, zumal S4 bereits, meistens zumindest, sehr deutlich zeigt, was das gewollte Verhalten ist. Beim Klick auf eine beliebige Baustelle fällt auf, dass es zwei völlig neue Schaltflächen gibt. Über diese könnt ihr einstellen, wie viele Planierer und Bauarbeiter für dieses Gebäude zuständig sein sollen. Es ermöglicht einige neue Micromanagement-Optionen, damit zum Beispiel Bauarbeiter, die ein Gebäude nicht mehr erreichen werden, bevor es fertig wird, schon etwas früher einen neuen Auftrag annehmen können oder um generell einfach die Priorität eines Gebäudes sehr genau einstellen zu können. Eine weitere Möglichkeit ist auch, ein Gebiet nur planieren zu lassen, ohne aufpassen zu müssen, dass sie das Gebäude nicht versehentlich tatsächlich baut. Auch Häuser erhalten etwas Neues. Sie können nun als Sammelpunkt für eine beliebige, von euch definierte Anzahl freier Träger dienen, bis zu ihrer üblichen Kapazität. So könnt ihr Häuser an Orte setzen, an denen ihr freie Siedler sammeln wollt und so schon proaktiv Siedler an diese Orte ziehen. Das stelle ich mir insbesondere für Kasernen sehr praktisch vor. Für Minen lässt sich nun eine erhöhte Priorität für die Nahrungsversorgung einstellen. Auf diese Weise könnt ihr eine sehr erfolgreiche Mine oder eine weiter entfernte priorisiert versorgen. Märkte und Anlegestellen wurden mit einem sehr wichtigen neuen Feature ausgestattet. Ihr könnt nun die Quelle der transportierten Güter bestimmen. Das ist besonders wichtig für Transporte innerhalb eines Ökosektors. Es konnte bisher passieren, dass die gleichen Waren immer wieder im Kreis transportiert wurden, weil der Startmarktplatz die Waren wieder vom Zielmarktplatz anfordern konnte. Mit einer neuen Option könnt ihr den Input des Startmarktplatzes nun auf Produktionsgebäude beschränken. So ließen sich zum Beispiel Fischer an einer weiter entfernten Küste mit Eseln verbinden, um eure Träger zu schonen. Wie nützlich das in der Praxis ist, kann ich nicht einschätzen, aber es ist meiner Meinung nach genau das, was gefehlt hat, um solche Strategien überhaupt zu ermöglichen. Der nächste Punkt ist wohl der mit Abstand kontroverseste. Pioniere können nun angewiesen werden, eine Pio-Straße zu einem festgelegten Punkt zu erschaffen. Meiner Meinung nach ist das der einzige Punkt, der wirklich strittig sein sollte, auch wenn ich selbst keine starke Meinung dazu habe. Auf der einen Seite glaube ich, dass ein neuer Siedler bessere Möglichkeiten zur Steuerung von Pionieren und ähnlichen Einheiten haben sollte, zum Beispiel ähnlich wie die Steuerung des Terraformings im Perimeter, wo man die entsprechenden Gebiete mit einer Art Pinsel markieren konnte. Aber im Kontext des originalen Siedler 3 gilt die Pio-Straße als fortgeschrittene Taktik, die zwar nicht schwierig ist, aber eben ein gewisses Maß an Micromanagement erfordert, das an anderen Stellen fehlt. Ich bin wirklich kein Freund davon, die Spieler jedes Feature und jeden Bugfix frei auswählen zu lassen, aber wenn eines der neuen Features auf eine eigene Option ausgelagert werden sollte, sollte es die Pio-Straße sein. Es wäre jedenfalls schade, wenn allein deswegen die restlichen Modernisierungen ungenutzt blieben. Last but not least kommen zwei Änderungen an den Kampfeinheiten, die ich auch mehr als Bugfix betrachte. Zum einen nehmen Soldaten nun wieder ihren vorherigen Bewegungsbefehl auf, wenn sie nach einem Kampf kein Ziel mehr in Reichweite finden. Hierzu muss man wissen, dass es in Siedler 4 ein Phänomen namens Attack Canceling gibt, welches den Schaden des aktuellen Angriffs löscht, wenn ein Bewegungsbefehl erteilt wird. Siedler 3 hat das nicht, weshalb manche Spieler es bevorzugen, Bewegungsbefehle zu spammen, damit ihre Soldaten im Kampf ohne Verzögerung nachrücken. Das ist mit diesem Fix nicht mehr notwendig und auf Siedler 4 übertragen würde das auch ein Hauptargument gegen einen Attack Canceling Fix aushebeln. Zum anderen verhalten sich nun Speerkämpfer etwas anders. Ihr Gimmick ist, dass sie eine höhere Reichweite besitzen und somit in zweiter Reihe kämpfen können. Reine Speerkämpferverbünde nutzen diese Fähigkeit allerdings nicht, da sie nicht so nah wie möglich an feindliche Soldaten herangehen, sondern bereits ein Feld entfernt stehen bleiben und angreifen. Das ist nun nicht mehr der Fall. Die 8 Kämpfer aus Siedler 4 haben ein ähnliches Problem, weshalb ich hier besonders auf eine Portierung dieses Fixes hoffe. Fast alle diese Dinge wären auch in Siedler 4 nützlich und ich hoffe, dass wir diese Sachen bald auch dort nutzen können. Lediglich bei der Pio-Straße bin ich skeptisch, aber selbst die sehe ich zumindest für Einzelspieler, die meiner Einschätzung nach zumindest bei Siedler 4 die stille Mehrheit der Spielerschaft ausmachen, als sehr nützlich. Und falls es bei Ubisoft irgendwen geben sollte, der die ganze Zeit ein Siedler 3 und 4 Remake zu pitchen versucht, macht euch bitte Notizen.